Heute begrüße ich euch zu meinem Video Aufgebraucht im Monat Juni 2013. Und zwar habe ich die Sachen, die ich aufgebraucht habe, jetzt in den letzten zwei Monaten hier in dieser Wohlfühlbox aufbewahrt. Die gibt es ja immer, wenn man die Madpacks-Box bestellt. So, und dann fange ich an mit einem Haarprodukt. Und zwar ist das ein Schaumfestiger von Wellaflex, also von Wella. So, dieser hier. Das ist jetzt diese Kategorie Heat Creations, also für Hitze-Stylings, beziehungsweise das verspricht Hitzeschutz bis zu 170 Grad. Geeignet zum Beispiel, wenn man mit dem Glätteisen arbeitet oder auch mit dem Lockenstab. Das ist jetzt der mit ultrastarkem Halt in der Stufe 4. Kann man hier unten erkennen. Da waren drin 200 Milliliter. Und damit bin ich jetzt sehr lange ausgekommen. Also ich brauche den eigentlich immer nur dann, wenn ich mir jetzt, wie ich heute habe, Locken reinknete ins Haar. Letzte Zeit hatte ich sehr oft glatte Haare. Man sieht es ja auch wahrscheinlich in meinen vergangenen Videos, dass ich meistens glatte Haare habe und dann benutze ich keinen Schaumfestiger. Ich hatte euch im letzten Video gezeigt, da hatte ich so eine kleine Probiergröße von dem Schaumfestiger leer gemacht, weil ich die mit dem Urlaub hatte und dann zuerst aufgebraucht habe und den hatte ich schon vorher in Benutzung. Also ich denke, damit bin ich jetzt wirklich ein gutes Jahr ausgekommen und es wird jetzt eine ganze Zeit dauern, bis ich euch den wieder mal in einem Aufgebraucht zeige. So, dann habe ich hier ein weiteres Produkt für die Haare. Und zwar ist das ein Trockenshampoo von der Firma Swiss Opar. Das nennt sich Forte Trockenshampoo für zwischendurch. Das ist jetzt die Sorte Fresh. Es gibt den in verschiedenen Duftrichtungen. Und der verspricht sofort frisches und duftig lockeres Haar. Ich habe mich irgendwie lange Zeit nicht an Trockenshampoo rangetraut, bis ich im letzten Jahr auch so eine Probiergröße hatte von dem Batiste Trockenshampoo, und zwar war der auch in diesem Real Beauty Adventskalender. Und da habe ich das so ein bisschen für mich entdeckt, also natürlich nicht für jeden Tag, aber für wirklich so einen Bad Hair Day oder irgendwie man hat verschlafen und schafft es wirklich gar nicht mehr irgendwie sich morgens so richtig professionell herzurichten, dann ist das eine gute Lösung, ne, für den Notfall. Da sind jetzt drin 200 Milliliter, damit bin ich jetzt auch ein gutes halbes Jahr ausgekommen. Ich finde es immer ganz praktisch, wenn man zum Beispiel freitags gearbeitet hat und abends noch verabredet ist und sich einfach noch mal kurz irgendwie ein bisschen eine Frische ins Haar zaubern will. Hat mir sehr gut gefallen. Ich denke, das werde ich mir auch noch mal holen. Also diese 300 Milliliter Packung. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ob ich das besser finden soll oder das von Batiste. Also dafür habe ich eigentlich auch zu wenig Vergleichsmöglichkeiten. Ich fand sie jetzt beide ganz gut, aber es kann natürlich auch sein, dass es noch eins gibt, was mich so richtig umhauen würde. Aber ja, das habe ich jetzt noch nicht gefunden oder noch nicht zum Testen ausprobiert. Oder ich denke, ich werde das nochmal holen. Ich glaube, das lasst preislich so bei 2,10 Euro im Real. Dann habe ich ein weiteres Haarprodukt für euch. Und zwar ist das von Schwarzkopf. Dieses Gliss-Kur Shampoo. So sieht das aus. Das ist ein Total Repair Shampoo und zwar für trockenes und strapaziertes Haar. Mit flüssigen Haarbausteinen soll das Haar eben aufbauen. Und da sind drin 250 Milliliter. Ich benutze die Gliss-Kur Produkte ja eigentlich sehr gerne. Aber ich hatte jetzt, ich glaube in einem Haul auch gezeigt, dass ich eins von Patré Provi von Rossmann zum Testen bekommen habe. Und ich muss sagen, es ist von der Wirkung her fast gleich. Also ich komme damit auch sehr gut zurecht. Positiv überrascht hat mich im Vergleich hier zum Gliss-Kur. Das Gliss-Kur ist relativ flüssig und das Pantene Provi ist etwas fester in der Konsistenz. Und ich finde, wenn man hier eine Menge entnehmen will, dann kommt meistens immer ein bisschen mehr aus der Packung, als man braucht. Und dadurch geht das immer sehr schnell leer. Also natürlich, ich benutze es alle zwei Tage ausgiebig, aber dennoch komme ich jetzt mit dem Pantene viel länger aus, weil es eben nicht so flüssig ist. Muss ich mal schauen, ob ich da vielleicht komplett umschwenke dann auf das Pantene. Aber ansonsten bin ich mit der Marke Gliss-Kur sehr zufrieden. Also da gibt es ja verschiedene Sorten, also für verschiedene Haarkonsistenzen oder Haarstrukturen empfohlen, aber auch mit verschiedenen Wirkungskomplexen. Da müsst ihr mal schauen.
Ich hatte jetzt schon zweimal dieses Total Repair Shampoo. Dann habe ich ein Produkt zum Duschen. Und zwar ist das von Balea, von der Eigenmarke von DM. Diese Dusch- und Creme. Und zwar in der Duftrichtung Guave. Ich würde den Duft so beschreiben, also es riecht sehr nach Wassermelone. Ich habe noch nie Guave gegessen, aber Wassermelone kennen ja die meisten. Vom Duft her total frisch, fruchtig, das liebe ich ja sowieso. Da sind drin gewesen 300 Milliliter. Und damit bin ich auch sehr lange ausgekommen. Also ich muss dazu sagen, ich habe irgendwie so einen kleinen Tick, dass ich mir von einem Duschgel, was mir gut gefällt, immer so eine kleine ja, Abfüllung mache. Also so circa 200 bis 250 Milliliter abfülle. Manchmal auch nur 100 Milliliter, kommt immer drauf an. Und ja, die irgendwie so sicher. Ich weiß nicht, womit das angefangen hat. Irgendwann hat das angefangen und jetzt mache ich das irgendwie bei jedem Duschgel, was mir gefällt. Und unter anderem sind davon dann auch irgendwie 200 Milliliter oder so in diese Abfüllung gewandert. Das heißt, ich hatte jetzt nur 100 Milliliter aufzubrauchen. Deshalb ging das auch relativ schnell. Ansonsten komme ich mit Duschgel auch immer relativ lange aus. Weil die sind ja auch sehr ergiebig. Dann kommen wir nochmal zu einem Haarprodukt und zwar ist das das Tiefenreinigungsshampoo von Balea. So sieht das aus. Es ist in so einer Tube. Und das beinhaltet 250 Milliliter. Befreit von Silikonen, ist auch gleichzeitig natürlich ohne Silikone und auch sogar von Friseuren empfohlen worden. Für jedes Haar geeignet und hat so eine Antifettformel. Also das würde ich wirklich empfehlen für jemanden, der schnell fettendes Haar hat, der natürlich Shampoo ohne Silikone verwenden möchte. Ich selber habe das immer in Kombination benutzt, also eine Haarwäsche mit dem Tiefenreinigungsshampoo und dann eine Haarwäsche mit dem von Gliss Kur. Und damit ja, komme ich sehr gut zurecht. Ich habe es aber allerdings auch nicht bei jeder Haarwäsche benutzt. Also ich sage mal so alle 2 bis 3 Haarwäschen sollte das genügen. Ich weiß gar nicht, was empfohlen wird. Und zwar, nee, steht auch gar nicht, in welcher Häufigkeit man das verwenden soll. Also ich denke mal, dass man das auch wirklich jeden Tag benutzen könnte. Ja, steht auf jeden Fall nicht drauf. Also das hat mir auch sehr gut gefallen, das habe ich mir jetzt auch sofort nachgekauft, weil ich das dann wieder in Kombination mit dem Pantene Pro V benutzen werde. Dann habe ich das Nivea Extra Strong Haarshampoo wieder leer gemacht. Das hatte ich euch ja auch im letzten Video schon gezeigt. Das ist ja immer so mein Standard-Haarspray. Die Stufe 4 Extra Strong. 24 Stunden Halt und da waren drin 250 Milliliter. Das werde ich mir auch jederzeit wieder nachkaufen, weil es eben so mein Lieblingshaarspray ist. Genau, eine habe ich dafür leer gemacht. Dann hatte ich ein Produkt von John Frieda und zwar dieses Frizz Ease. Glanzschimmerspray, so sieht das aus. Das ist so ein Pumpspray mit so einer lilanen Kappe. Da waren drin 75 Milliliter und das verspricht eben glänzendes Finish für jeden Look. Bändig fliegendes Haar ist ultra leicht und nicht fettend. Ich habe mir relativ viele Sachen aus der John Frieda Kollektion geholt und das steht bei mir im Badezimmer immer so in so einer Ecke, so ein bisschen dekoriert auch. Und das war schon länger jetzt irgendwie zu 2 Dritteln leer. Und ich habe es nur noch aufbewahrt, weil es eben so schön da in dieses Sortiment passt, was ja eigentlich Quatsch ist. Deshalb habe ich mich jetzt entschlossen, das so ein bisschen ja, zu minimieren, diesen Bestand, und habe das jetzt leer gemacht. Bin ich sehr stolz auf mich. Ich werde auch jetzt die anderen Produkte mal angehen, weil es bringt ja nichts, wenn die so lange rumstehen. Die werden ja nicht besser dadurch. Ich kann euch jetzt nicht sagen, wie lange das insgesamt gereicht hat, weil ich es jetzt eben über mehrere Jahre, muss man wirklich sagen, benutzt habe und es immer viele Zeit auch nur im Schrank stand als Deko. So, jetzt ist gerade mein Kater hier dazu gekommen, der Felix. Na? Ja. Aber wir machen einfach weiter. Dann habe ich für euch ein Deo. Und zwar ist das das Hydrofugal. Das ist auch ein Deo, was ich zum Testen bekommen habe. Also ich hätte es wahrscheinlich mir selber so nie geholt, weil es hier oben diesen Roll-On hat. Und ich benutze eigentlich immer lieber Spray oder diese Duschcreme, ach, oder diese Deo-Cremes, wie jetzt von Nivea und Rexona immer so beworben wird. Das, wie gesagt, zum Testen bekommen.
es ist duftneutral, das kann ich wirklich bestätigen. Also es hat wirklich nur einen ganz leichten Duft, kann man jetzt auch ganz schlecht beschreiben, aber es ist nicht parfümiert. Also es ist duftneutral, ohne Alkohol, ohne Farbstoffe, ohne Konservierungsstoffe, dermatologisch bestätigt. Da waren drin 50 Milliliter. Ich bin damit jetzt so 2 bis 3 Monate ausgekommen, muss ich sagen. Habe das einmal getestet, nur in diesem Auftrag. Es war wirklich antitranspirant und auch duftneutral, beziehungsweise hat auch die vor Geruchsbildung geschützt. Allerdings liebe ich es ja, irgendwie stark parfümiert zu sein. Und deshalb habe ich zusätzlich mit zum Ende hin immer noch das Playboy Dusch. Ach Quatsch, ich sag mal Duschzeug, aber das macht keinen Sinn. Das Deo-Spray von Playboy noch drüber gelegt als Duftnote oder eben einfach nur Parfum. Und ich weiß nicht, ob ich mir das nochmal wiederholen würde, weil ich, wie gesagt, eigentlich so in diese Rexona-Duschcreme verliebt bin. Jetzt habe ich schon wieder gesagt, in die Deo-Creme verliebt bin. Aber zum Testen fand ich das ganz angenehm und ich kann es wirklich nur weiterempfehlen für jemanden, der wirklich sehr empfindliche Haut hat und der das gerne mal ausprobieren möchte. Eben so ein duftneutrales Deo. Dann habe ich leer gemacht eine Handcreme. Und zwar ist das eine aus der Apotheke, die nennt sich Apothekers Pflegebalsam für die Hände. So sieht die Tube aus. Da waren drin 75 Milliliter. Da bin ich jetzt den ganzen Winter mit ausgekommen. Und ich muss sagen, ich hatte die immer auf der Arbeit und habe die mit meiner Kollegin zusammen benutzt. Das heißt, sonst glaube ich, alleine würde ich auch so eine komplette Tube nicht schaffen in einem Jahr. Aber die war auch sehr ergiebig. Wie gesagt, für 2 Personen hat die gereicht. Und hier steht zwar drauf, dezent parfümiert, aber die ist relativ stark parfümiert. Gefällt mir deshalb eben auch sehr gut. Die zieht sehr schnell ein und bildet auch keinen Fettfilm nachher auf der Haut, was natürlich auf der Arbeit sehr angenehm ist, weil wenn wir mit Papier und Akten hantieren, dann ist das doof, wenn da immer diese Fettfinger drauf sind von der Handcreme. Die hatte ich jetzt aus der Apotheke bekommen, beziehungsweise meine Oma hatte mir die vermacht. Die hat die irgendwie als Gratisbeigabe erhalten. Weiß ich nicht, ob ich die nochmal bekomme oder ob ich mir die vielleicht sogar mal holen gehe. Aber ich habe jetzt auch noch relativ viel andere im Schrank stehen, so als Backup von, ich glaube, Essence von Balea. Die werde ich jetzt als erstes dann leer machen. Ich habe wieder, das habe ich euch schon im letzten Video gezeigt, also im letzten Aufgebraucht-Video, meine Vichy Normaderm Gesichtspflege leer gemacht. Das sind jetzt sogar 2 verschiedene... Designs, also die haben das geändert. Vorher sah das eben so aus und jetzt mittlerweile sieht es so aus. Das ist eine feuchtigkeitsspendende Tagespflege, die gleichzeitig die Haut vor Unreinheiten schützt, eben vor Pickelbildung, vor Mitessern etc. Jeweils waren enthalten 50 Milliliter und da habe ich jetzt auch 2,5 Monate für gebraucht. Also so im Schnitt kann man sagen, dass eine Packung immer für einen Monat ausreicht. Da habe ich jetzt hier den Deckel schon weggeschmissen gehabt. Hier ist er noch mit drauf. Ich habe die jetzt natürlich auch wieder nachbestellt und zwar gibt es hier nur eine Apotheke. Bei uns so in der normalen Apotheke kosten die immer so um die 17 Euro. Die haben also ganz schön den Preis angezogen. Wenn man sie aber bei MedPacks bestellt, dann, ich glaube 14,60 habe ich dann nur bezahlt. Also ich habe sie jetzt nochmal nachbestellt bei MedPacks, das zeige ich euch in einem anderen Video, um eben noch die 2 Euro pro Produkt zu sparen. Da ich es eben jeden Monat benutze, läppert sich das natürlich. Ich habe auch schon mal in Kombination dieses Waschgel hatte ich schon mal davon und auch nochmal so eine Intensiv-Nachtcreme. Aber die habe ich mir jetzt nicht nachgeholt, weil ich eigentlich so mit dieser Tagespflege gut zurechtkomme und das auch für mich reicht. Dann habe ich ein Produkt aus der MedPacks-Box und zwar müsste das die gewesen sein, aus dem Dezember 2012. Das ist diese Creme hier von Hametum. Eine medizinische Hautpflege mit Hamamelis und Vitamin E für besonders trockene und empfindliche Haut. Da waren jetzt drin 20 Gramm. Damit bin ich circa einen Monat ausgekommen. Und zwar habe ich die immer benutzt nach der Beinrasur, weil ja dann die Haut so ein bisschen empfindlich ist. Da habe ich mir die dann immer die Beine damit eingecremt und das hat sehr gut vorgebeugt. Also da hat sich nichts irgendwie gerötet und so weiter.
Ich weiß gar nicht, ob es die nur in der Apotheke gibt. Ja, steht drauf, also gibt es nur in der Apotheke. Ich denke nicht, dass ich mir die nochmal holen werde, weil ich ja genug andere Feuchtigkeitscreme schon mal habe. Von Eubos oder von Frei. Dass ich jetzt nicht unbedingt diese hier brauche, aber war vom Testen oder zum Testen eine sehr schöne Größe. Und hat mir wirklich sehr gut gefallen. Dann habe ich jetzt zum ersten Mal aufbewahrt von TTZ hier dieses Badesachet. Also ich habe die vorher immer weggeschmissen. Ich bin ja ein Vielbader und habe nur gedacht, euch interessiert das vielleicht nicht, ja, wenn ich hier diese Sachets benutze. Aber da ich das letzte bei einem Mädel in dem Aufgebraucht-Video gesehen habe, habe ich mich jetzt entschlossen, dass ich das euch auch zeige und auch, euch auch aufbewahre. Und zwar ist das von TTZ aus der Reihe Bäder der Welt. Das ägyptische Kleopatra-Bad, so sieht das aus in so einem gelben Sachet. Da sind drin 20 Milliliter. Und zwar ist das eine zartschäumendes Cremebad mit Milch, Honig und Mandelöl. Und ja, es verspricht, dass man damit badet wie eine Königin. Und das war jetzt auch so ein Ölpflegebad. Also es gibt das auch mit so Badeperlen oder mit so einem Badepulver. Das war jetzt wirklich ein ölhaltiges, flüssiges, ja. Flüssiger Badezusatz so. Dann, was ich auch gedacht habe, was euch vielleicht nicht so interessiert, aber ich das auch letztens in einem Aufgebraucht-Video gesehen habe und deshalb auch aufbewahrt habe, ist meine Zahncreme-Verpackung. Und zwar ist das hier von Dentagard, von Colgate, diese Tube. Da sind drin 75 Milliliter. Was mir daran sehr gut gefallen hat, ist, dass die nicht so scharf ist. Also ich mag es nicht, wenn die Zahncreme so sehr minzig ist oder so sehr scharf. Und da hat mir diese hier sehr gut gefallen, weil die relativ mild ist. Die ist auch mit Naturkräuterextrakten angereichert. Soll natürlich vor Karies und Zahnschmelz schützen. Die Kräuter sind auch hier angegeben. Das ist mit Minze, Myrrhe, Kamille und Salbei. Und die würde ich mir auch auf jeden Fall wiederholen. Also die hat mir sehr gut gefallen. So in so einem helllila ist die Verpackung. Und dann habe ich als letztes Produkt für euch einmal den Revival de Loop Augen-Make-up-Entferner. So sieht er aus. Den hatte ich auch zum Testen bekommen von Rossmann. Und zwar waren da drin 100 Milliliter. Ich hatte euch ja schon mal gezeigt, den. Habe ich euch den gezeigt? Ich glaube, den ölhaltigen. Das ist jetzt die ölfreie Variante. Dieser ölhaltige gefällt mir nämlich nicht so gut, weil der sehr ölhaltig ist und dann irgendwie immer so einen Fettfilm auf dem Auge hinterlässt und man immer nochmal mit einem Wattepad hinterher wischen muss. Das finde ich jetzt, also für wasserfestes Make-up, klar, ist es erforderlich, aber so für jeden Tag finde ich das nicht so super. Deshalb habe ich mich hier für die ölfreie Variante entschieden. Die hat auch von Stiftung Ökotest die Note sehr gut bekommen, ist augenärztlich getestet worden, ohne Parfüm, dafür mit Ginkgo und Gurkenextrakt. Und das ist eben von der Rossmann Eigenmarke und ein veganes Produkt. So sieht das aus. Der kostet 99 Cent bei Rossmann und da finde ich, das ist wirklich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, das war es auch wieder mit meinen Sachen. Ich hoffe, ihr konntet daraus ein paar Informationen für euch mitnehmen. Ich gucke auch immer sehr gerne Aufgebraucht-Videos von euch. Ihr könnt mir also gerne unten eine Videoantwort hinterlassen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.